ich stehe hier mit zwei ganz besonderen Besuchern des Digital Education Day. André war im letzten Jahr noch als Lehrer hier. Du hast die Seiten gewechselt. Vielleicht sagt ihr einfach mal ganz kurz, wer ihr eigentlich seid jetzt und was ihr heute hier macht. Cordula. Fange ich gerne an. Ja, mein Name ist Cordula Attermeier, ich komme aus der Staatskanzlei und leite dort das Referat Digitale Gesellschaft Medienkompetenz. Das gibt es seit 3 Jahren neu und sollte einmal den Digitalisierungsthemen aus gesellschaftlicher Sicht eine Heimat bieten und eben jetzt auch den Bereich Medienkompetenz. Ja, André Spang ist mein Name. Ich war 16 Jahre lang, glaube ich, Lehrer und bin jetzt bei Cordula in der Staatskanzlei gelandet, habe die Seiten nicht gewechselt, weil mir ging es immer um Lernen und konstruktiven, selbstbestimmten Einsatz von digitalen Medien und Medienvielfalt in der Nutzung. Und ich würde mal sagen, die Kompetenzen, die ich in der Zeit der Nutzung von Medien erlangt habe, kann ich jetzt an anderer Stelle gut weiter einbringen. So habe ich das in der kurzen Zeit jetzt auf jeden Fall erfahren selbst. Nun treffen sich ja heute hier über 300 Menschen mit unterschiedlichen Facetten und Blickwinkeln der digitalen Bildung beschäftigen. In welchen Sessions warst du? Was hast du so gehört bisher? Also ich habe mir eben angehört, einmal zuletzt noch das Thema Urheberrecht, weil wir planen, viel mit Fotografie zu machen, weil das ein Medium ist, wo es eben Sprachbarrieren übergeht und wo man, glaube ich, eine ganze Menge mitmachen kann und Leute erreichen kann. Da wollte ich mich aber auch mal ein bisschen sensibilisieren für die Tücken, die es da gibt. Vorher war ich in einer Session, da ging es um Virtual Reality. Das fand ich auch super spannend. Und vielleicht ergibt sich da ja sogar eine Chance, dass man von Schülern was lernt und Know-how von Schülern auch in die Verwaltung zu bringen. Das fände ich auch spannend. André, warst du auch schon in Sessions? Welche hast du besucht? Wie war's? Ich war ganz brav in 2 Sessions gewesen. Wir werden ja später auch eine anbieten selber. Herzliche Einladung. Und ich war also zuerst in der Session zu Bring Your Own Device von dem André Hermes und fand ich ganz spannend, weil dann das Thema irgendwann auf Freifunk kam. Also WLAN ist das Thema überhaupt und Freifunk ist ja eine Möglichkeit, eben WLAN bereitzustellen und das ist in der Tat ja auch ein Thema für uns. Also wir fördern Freifunk von der Landesregierung und insofern konnte ich da gleich auch so eine Vernetzung herstellen zu Freifunk Rheinland in dem Fall. Dann war ich in der Session zum Raspberry Pi, also das ist so eine kleine Platine, mit der man programmieren lernen kann. Und wir waren am Mittwoch auf dem Hack, auf dem Open NRW-Kongress. Und da geht es ja genau um Hacken und Programmieren. Und insofern war das auch nochmal spannend, da jetzt zu erfahren, wie das in der Schule ist und auch wie wir da vielleicht wieder das Ganze vernetzen können. Ja. Vernetzung, das Stichwort greife ich mal gerade auf. Es gibt ja verschiedene Initiativen und Dezernate und weiß der Himmel was, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wie sieht das bei euch im Alltag aus? Wie arbeitet ihr mit den unterschiedlichen anderen Akteuren zusammen? Also Vernetzung ist eigentlich Top-Thema, weil natürlich Digitalisierung quer zu allen Fachthemen liegt und man letztlich immer gucken muss, Digitalisierung hat mit Natur, hat mit Senioren, hat mit Gender, hat mit Bildung zu tun und von daher glaube ich, ist es wichtig, da zusammenzukommen. Wir reden da an der Stelle auch viel von Partnern, sage ich mal so, und die Spanne unserer Partner sind, glaube ich, riesig groß, von Freifunkvereinen, die André schon angesprochen hat, über alle möglichen Bildungsinstitutionen wie das Grimme-Institut, die Landesanstalt für Medien oder die GMK, sind es auch ganz, ganz viele private Initiativen, mit denen wir auch zu tun haben und natürlich alle Ressorts. Wir sind ja jetzt hier aus dem Bereich Medien- und Netzpolitik, aber es ist natürlich ganz wichtig, dass es im Bereich des Ministeriums, das für Schule zuständig ist, viele Initiativen gibt, auch durch das Ministerium, das für Familie, Jugend, Kultur und Sport zuständig ist. Und ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn man da guckt, an welchen Stellen gibt es Schnittflächen, wo man zusammenarbeiten muss. Das heißt, es gibt nicht nur eine institutionelle Vernetzung, sondern es findet auch eine nicht-institutionelle Vernetzung statt. Wie ist das? Ich meine, du bist ja einer der beiden Gründer vom EdChat.de. Eine Stunde bei Twitter, dienstagsabends von 20 bis 21 Uhr, wo ja inzwischen eine schier unübersichtliche Anzahl von Menschen sich über Bildungsthemen unterhalten im Digitalen bei Twitter. Wie ist das, wenn da jetzt Menschen
ein Anliegen haben, mit euch in Verbindung, in Vernetzung zu treten, sich auszutauschen, wie findet das statt? Findet das statt? Also Stichwort Twitter, also im Prinzip haben wir uns, glaube ich, über Twitter auch kennengelernt, zumindest vernetzt erstmal über, wir haben einen eigenen Account jetzt im Referat, DGNRW, und wir selber nutzen den Account im Referat schon seit über 2 Jahren, auch konkret, um eben mit Bürgerinnen und Bürgern einfach auch in Kontakt zu kommen, da einen Rückkanal zu bilden. Also es ist explizit eben kein Account, der jetzt genutzt wird, um Werbung zu machen oder Links zu posten, sondern einfach auch um Fachthemen voranzubringen und mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Wir sind ja im Rahmen von Lernen im digitalen Wandel dafür verantwortlich, jetzt im Bereich selbstbestimmtes Leben etwas zu tun. Also unsere Zielgruppe ist erstmal alle. Es ist natürlich ein bisschen unbestimmt und die Themen sind auch erstmal alle. Und es geht uns jetzt ein Stück darum zu gucken, für welche Zielgruppe braucht man im Grunde welches Format, welches Thema passt da auch. Und wir haben da ein paar Dinge uns schon überlegt, aber es ist natürlich auch immer wichtig zu gucken, passt das, was man sich so im Kopf macht, mit dem zusammen, was die Welt auch wirklich haben möchte. Und wir suchen halt wirklich jetzt Formate, damit wir an die Menschen rankommen und insbesondere auch an Leute rankommen, die nicht so netzaffin sind und die man von daher ein bisschen gewinnen muss. Und das ist eigentlich ein Thema, wo wir eben gerade die Vernetzung hier nutzen wollen, auch neue Ideen zu kriegen und eine Rückmeldung zu dem, was wir so im Kopf haben, zu bekommen. Mhm. Ausgezeichnet, vielen Dank.